Wenn dich irgendetwas im Bewusstsein beschäftigt, dann sprich es bitte jetzt an. Jetzt ist der Zeitpunkt, es anzusprechen. Sei schonungslos, radikal, nimm auf niemanden Rücksicht bitte. Sprich es bitte an. Was auch immer auftaucht, das kann ja sein, es ist ziemlich leicht möglich, dass es auftaucht. Und es, wenn ich davon gesprochen habe, mit Benennung und Gedanken fallen lassen, dann ist es die Energieform oder was auch immer. Und jetzt ist es komplett anders, jetzt ist es total wichtig, es anzusprechen. In dem Moment. Alles, was da ist, das ist einfach gut tut, in dem Prozess ausgedrückt zu werden. Es ist kein Widerspruch, es gibt keinen Widerspruch zwischen. Es ist ein und dasselbe, das Phänomen, die Thematik und die Non-Dualität und die Transzendierung der Non-Dualität. Die Frische des Lebens hat keine Zeit, irgendwie was. Sondern es steigt ad hoc ein, jeden Moment, was halt einfach ist. Das ist einfach das, was... Keine Ahnung, warum es jetzt so gesagt wird. Ja, also, schieß los und nimm keine Rücksicht auf irgendwas. Kannst du bitte das reiche Stäbchen... Wir werden das alle aushalten, die sind von übereinander und die sind sehr kräftig. Ja. Die sind noch wie vor sehr kräftig, habe ich kaum mehr durch. Ganz einfach, es gibt überall Schwellenwerte, die das sein immer. Du kannst gar nicht anders, als etwas anzusprechen oder nicht anzusprechen. Das ist so wie die Hörschwelle. Wenn du etwas wahrnimmst, dann nimmst du etwas wahr. Wenn du es nicht hörst, dann hörst du es nicht. Und ab dem Moment, wo du es hörst, hörst du es. Und genauso drückt sich was aus oder drückt sich nicht aus. Das ist vollkommen organismisch. Ne? Und das ist genauso, dass das gesprochen wird. Das ist einfach das, weil es sich im Weil sich vernetzt. Ich habe diese Bestimmung nicht den Programmablauf, sondern das ist das Leben, was den Programmablauf bestimmt. Und dann wird was angesprochen, keine Ahnung, so geschieht es einfach. Weil das ist ja kein Vortrag, das ist ja kein, und es ist kein Satzang im Sinne einer bestimmten Ordnung, einer Linearen, sondern es ist ein Crossover, was sozusagen, wenn du willst, im freien Eklektizismus des Seins einfach spielt und waltet. Das Wort spielt ist ein bisschen übertrieben, sondern die totale Ernsthaftigkeit, ne? Im Spiel, und das ist beides. Das ist das, was ich, so wird es gerade gesagt. Also, das ist ja möglich, dass das jetzt, es ist immer wieder das Brocken, irgendwo hochsteigen, und das ist so meistens, den meisten Menschen geht so, ne? Selbst im freien Bewusstsein kann was auftauchen, dann bist du halt still. Wenn du weißt, was Sache ist, dann kannst du in jeder Situation still sein, ohne dass du eine Idee hast, in jeder Situation still zu sein. Ne? Weil du nämlich dann still bist und auch laut sein kannst und trotzdem still bist. Das ist freies Stillsein, ne? In der Mathematik. Dann kann ich in allen Facetten des gesamtenergetischen wir reden mit diesem Matthias Schneides, mal dieses Top, mal dieses völlig Hagelkörner, die sich da auftun. Manchmal ist einfach eine ganz weite, tiefe Entspannung. Und die Einladung ist keine Aufforderung. Im Lichte des Seins hat alles Platz. Klar, und wenn es um Erwachen geht, dann gib alles hin, lass alles sterben, gib alles auf. Wirklich alles. Ne? Da reicht ein Moment auf. Es reicht ein Moment. Zum Erkennen reicht ein Moment. Das ist einfach 100% und total.
Und es ist sowieso der Fall, wenn es so brennt, dass du nicht anders kannst. Und wenn es 97% brennt, brennt es eben 97%, dann warte bis 100% brennt. Das geschieht sowieso. So, das ist völlig ohne. Das ist einfach wie organismisch. Wie ich immer den Vergleich mache mit dem Apfel. Apfel am Baum in Non-Dualität und der Apfel fällt dann einfach. Und da gibt es irgendwas, was. Das ist eine menschliche Geburt, wie die Frucht am Baum, die natürlich nicht. Wo die Thematik sozusagen der Hingabe sich in dem Sinn nicht stellt, wie als fühlendes Wesen im göttlichen Ausdruck. Das ist vitalphysisch. Bitte, Evelyn. Ja, Gerhard, so die letzten Tage, die ich so zugehört habe, da ist ein Bild bei mir entstanden. Mhm. Und zwar, es entstand so eine kleine Box und das ist die Erwachungsbox. Und je mehr ich zu dieser Box komme, desto mehr habe ich die Chance, dass ich, wenn ich dann in diese Box hineinkomme, in meinen Entwicklungsweg, dann besteht die Chance, dass man erwacht. Das heißt, es ist alles hell und schön und gleichzeitig nichts und leer und Friede und Stille. Und dieser Zustand bleibt ja nicht ewig und ich gehe durch die Blockbox hindurch und dann bin ich wieder im Alltag drinnen, im ganz normalen Leben, mit dem ganz normalen Wahnsinn. Und wenn ich mir das schon so vorstelle, dass das so ein Zustand ist, kann ich durch Meditation mich dieser Box nähern. Ich kann das leider nur so profan ausdrücken. Naja, natürlich weißt du natürlich, das ist einfach eine Spekulation des Geistes. Die Box ist eine Spekulation des Geistes. Genau. Der Zustand und die Erwartung, was dann danach ist, eine Spekulation des Geistes. Aber es ist einfach vollkommen praktisch. Und es wird ja sowieso sich zur richtigen Zeit, und jetzt ist genau die richtige Zeit für das, was jetzt zugänglich ist, in dem Moment. Und zu jedem Moment wird genau das zugänglich, was zugänglich ist. So, dass einfach eine gehörige Portion Überraschung ist, unabhängig von der Erwartung. Also die Erwartung ist sowieso da, weil was Erwartung ist, ist da. Das ist einfach so eine Vorfreude, Vorahnung, zwischen so ein bisschen Skepsis und Ängsten und Freuden und Überlegungen und so. Und das ist das, was die Bestandsaufnahme des Moments ist. Ja, wunderbar. Und wenn man dann in dieser Box ist, ich kann nur mit solchen Worten sprechen. Ja. Dann ist es so. Die Box ist nur natürlich sehr begrenzt, die Box es gibt. Aber klar, ich manchmal verwende ich so einen Ausdruck, wie du verschwindest in dem Loch, und manchmal ist es die offene Weite. Ne? Was ist das jetzt? Tauchst du in der Implosion in ein Loch ein oder gehst du da in die Totale? Und beides sind so Metaphern und Bilder, die brauchbar sind, um was zu charakterisieren. Und kann man sich in der Meditation so bewusst in diese Box hineinlegen, dass ich sage, da kann ich ja mir diesen Zustand schon erspüren oder erwarten. Wenn du das rundherum Leben mit allen Facetten als Meditation nimmst, dann ja. Wo alles heil ist und Friede und gesund und heiter und leicht und gelassen. Mhm. Oder ist das wieder so Das ist eine Erwartung und die Erwartung ist einfach eine Vorstellung und eine Vorstellung, es kommt immer anders, als du erwartest. Mhm. Kommt völlig anders. Aber wenn du jetzt mit der Vorstellung, dass es völlig anders kommt, wieder bist, ist das irgendwie irritierend. Also, es hat noch niemand bereut. In diese Box zu kommen. Aufzuwachen. Keiner hat sich jemals beschwert. Also das ist die frohe Botschaft ist, dass sich keiner jemals beschwert hat, der wirklich in Erkenntnis, welche die Zustände erfahren haben und dann sozusagen zuerst, es gibt da viele Märchen von Menschen, die alle mich in totalen Zustände erlebt haben und die so ans Erwachen sozusagen tituliert haben und dann gewarnt haben vor irgendwelchen Zuständen und so weiter. Aber nicht, wer wirklich in dem ganz einfachen Prozess erwacht ist, da ist das nicht passiert. Und das ist immer was, was dazu mitgeschwungen ist, was interpretiert worden ist und vielleicht als Erwachen bezeichnet wurde. Und es ist auch gleichzeitig ein Sterben in diesen Zustand hinein. Das ist ein Sterben, es ist ein ziemliches Sterben, obwohl der Begriff Sterben natürlich unglaublich gefärbt ist von Assoziationen.
Das ist das, weil mit dem Begriff sofort die ganze Palette aller dieser Todesvorstellungen und so weiter auftaucht. Und das ist natürlich auch oft für manche ein Hindernis ist, die da immer warnen, weil was alles ist und da was. Und das ist dann autosuggestiv, was auch tatsächlich schöpferisch oft so scheint bei so Menschen, die das so mit der so gesehen haben. Das ist der Witz. Daher ist es am einfachsten, es offen zu lassen. Und klar, das Pushat hat immer gesagt, you must have faith, Vertrauen. Und das ist einfach die Liebe. Ich weiß nicht, die Liebe fordert nicht, dass du mir vertraust oder an Menschen, die also, aber das Vertrauen, das ist das Vertrauen in dich selbst, dass das ist einfach das Vertrauen, das kann nicht gemacht werden und das kannst du auch nicht erzwingen. Das ist einfach, soweit es möglich ist es das Vertrauen. Das ist in das tiefste Kern dessen, was du bist, was ich bin, was jedes fühlende Wesen ist. Was alle Mystiker, von dem alle Mystiker sprechen. Aber es ist schon so, dass ich mich dafür bereit mache, dass ich. Ja, es ist so, dass es in der Organismik der Menschwerdung und der Menschheitsgeburt und Reifung diese Hingabe genauso reift, wie du kannst sagen, dass du alles dafür tust, ist was du nicht tun kannst. Wenn das Leben das will, dann wirst du alles dafür tun, weil das Leben im Nicht-Tun dann so tut, als würdest du plötzlich total alles, was nur geht, dafür setzen. So würde ich es jetzt formulieren, um diese Idee von Tun oder Nicht-Tun oder irgendwelche Motiv oder so. Das ist wie in der Natur. Also der Apfel fällt, weil er fällt und er reift, weil er reift und nicht, weil der Apfel sich bemüht oder weil der Wind da oder ein bisschen säuselt und alles das spürt mich, das scheint mich zu spüren. Es ist einfach ganz natürlich. Und dann geht das Leben normal weiter. Du bist auch in Wirklichkeit natürlich auch jetzt schon dort. Okay. Also du bist, die Blackbox ist nicht notwendig. Du bist bereits dort, es geht nur ums Erkennen. Du bist bereits das und du bist bereits dort. Aber du hast da verschiedene Vorstellungen und Ideen drüber. Was habe ich? Verschiedene Vorstellungen und Ideen drüber, die vielleicht auch noch sterben müssen. Wenn du das Wort Tod, da ist jetzt das Sterben vielleicht in einem anderen Kontext. Weil es gibt so viel Mystifizierung darüber und das ist eben wieder genau das. Aber es gibt auch die Banalisierung darüber. Wenn du sagst, aha, Bewusstsein, alles ist Bewusstsein, ich bin Bewusstsein, ich bin jenseits von Form und Farbe, das bin ich, das verstehe ich, das bin ich, also bist du erleuchtet. Ne? Weil du bist die Licht deiner selbst dessen gewahr. Aus. Das wäre wieder zum Beispiel, da gibt es alle möglichen, ich sage einmal, wie als damals passiert ist, war das so erstaunend, dass es wirklich so ist, wie ich es immer gewusst habe. Das war so ein Schock. Dass das nicht gibt es doch nicht. Obwohl das genau nichts gewusst habe immer. Und das war, ich habe auch Texte vorher geschrieben, Ende der 90er Jahre, die auch genauso, weil das natürlich gewusst hat latent, aber es ist ja, war so ein Schock, dass das wirklich so ist. Also das war nicht zu begreifen. Das ist das, was so absurd ist. Das war nichts anderes. Also, dass das. Die Analogie der Leinwand ist einfach eine gute Analogie. Ne? Der Film. Es ist keine Errungenschaft. In aller Bescheidenheit. In aller Größe und Bescheidenheit, ja. Von 70 jetzt. Jedes Statement dazu ist willkommen. Also, aber wenn du sagen möchtest, es gibt diese Verletzungsdinge. Außerdem gibt es verschiedene Aspekte von dem, was man irgendwie so benennen kann, oder verschiedene Facetten. Ich bin für alle Facetten offen. Also, es geht um das praktische Erfahren. Ich kann dazu nichts sagen. Ja. Es gab die Suche nicht. Ich bin hinterrücks erwischt worden. Und das ist schön. Deswegen. Genau. Ist so. Ja. Ist es schwierig. Was soll das überhaupt eine Seintrennung? Da sozusagen in die Position zu gehen. Weil. Ja.
weil darüber keine Erinnerung da ist. Das ja, ja. Verstehst? Ja, ja, genau. Und die Zustände können es befeuern. Ja, ja, klar. Wenn sie so stark werden, dass es. Wenn der Arsch brennt, dann ist das gesund, weil da kommt die Energie so zusammen, dass du gar nicht irgendwie auskommst von dir selber. Das ist selber, also das heißt, es wird sich. Jede Zuspitzung möge einfach willkommen geheißen werden. Ja. Feuer, Sturm und drum hat es brennt, der Turm, du Kreuzigung, was ich. Also. In der ganzen Adwaita-Ecke wird das ja immer so runtergespielt, das sind der Zustände. Mhm. Aber die können sich dermaßen hochsteigern, dass sie entweder irgendwo stehen bleiben, scheiße, oder auch nicht scheiße, oder sich dann einfach das, wo es knallt und in sich zusammenplatzen, mehr oder weniger. Naja, Zustände, der Energieweg sozusagen ist schon auch eine Variante. Ja, ja, ist das eben beschrieben und das ist interessant. Ich habe es als den Wahnsinn des Riesenmistkübels der Gedankenheere von Maschinen, die da durchmarschiert sind, sodass sie kapituliert haben müssen einfach. Und dann ist es implodiert. Also das Wort passt irgendwie so, das, wo das so heftig wird, dass das dann irgendwie alles zusammenbricht. Irgendwie. Und verwende den Begriff Implosion, aber das war die Erfahrung, die Beiwerk ist, das Erkennen so nicht. Es muss nicht irgendeine Erfahrung. Und der Dornbusch steht für mich einfach mitten im Leiden, mitten in der Konfrontation, mitten im Drinnen, kollabiert was und erkennt sich selbst. Oder also kann auch, muss auch gar nicht passieren. Also es, ich kenne eine Bekannte von mir, die hat eine ganz tiefe Erfahrung gemacht angesichts des Suppenessens beim Mittagstisch, was ich gemerkt habe, alles ist Liebe, plötzlich bumm. Und dann, das ist ein Aspekt, der plötzlich aufgegangen ist. Ne? Also ein Teil, eine Facette dessen war ja die Wendy, die da in Schlegelberger war im Sommer, die eine Erfahrung gemacht hat, wo sie sich eine Krebserkrankung gewünscht hat, die sie auch gekriegt hat und dann wieder geheilt worden ist. Ne? Weil das alles so verzweifelt war, das war der Akt der Einlösung einer Zuspitzung. Der Tumor ist gekommen und da war sie total happy, den hat sie sich gewünscht und dann ist der Tumor wieder verschwunden. Ne? Das war also ein Transformationsaspekt mit einer Teileinsicht, würde ich jetzt einmal sagen. Also es ist jetzt, ich würde sagen, verschiedene Facetten dessen, aber ich glaube schon, dass das Staunen, die Intensität dieses Bruches, dieses Hineinbrechens, dass das einen Unterschied macht, nicht so ganz so säuselt und so ein bisschen und so, das kann so graduell, weil da ist es wirklich gesessen. Also sagen wir, das ist das, was ich wirklich, da habe ich einen Zeitpunkt angeben können und es gibt Menschen, die keinen Zeitpunkt angeben können. Und ich habe wirklich, das war so am frühen Nachmittag, am 20. August 2001 und das war einfach wirklich da und da war zack, bumm und das und Hölle und Teufel und komm raus. Das war, aber natürlich war es eine Suggestivfärbung der Beschäftigung mit spontaner Erleuchtung aus dem Zen-Buddhismus, sodass auch der autosuggestive Aspekt vom Setting mitgespielt hat, dass die Rahmenbedingungen für diesen Crash genau in einer gewissen Erwartung passiert sind. Das ist der Witz. Das heißt, im Kern war da die Erfahrung, die Erkenntnis geführt hat, aber gleichzeitig das Setting war schon gefärbt wiederum vom Geist einer bestimmten Beschäftigung mit extremen, spontanen Ereignissen von. Und natürlich weiß ich, dass so wie du es liebst, so wirst du es auch inszenieren. Deine Hinrichtung. Ja, der Exorzist, du kriegst das so wie jemand ist, dass du brauchst. Das ist ja der Witz, das habe ich selber erschaffen. Der Andreas Müller sagt, das, bei ihm gab es diesen Zeitpunkt nicht, sondern es war ein schleichendes Sterben. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Ja, aber geht's auch so. Das Neugehen, also das Tun im Nicht-Tun war ein Prozess bei mir, bis ich auch checkt habe, wie es geht sozusagen. Ne? Das ist was, war das, wenn ich das auseinander, das ist natürlich nicht trennbar, weil Non-Dualität. Das war nicht von heute auf morgen. Da war gleich danach, war, wie aus ist, wie tue ich jetzt? Ne? Mhm. Wie bekomme ich mein Leben? Wie, das kann ich nicht auf die Reihe bringen. Völlig unmöglich. Und Non-Dualität ist dann ein ganz anderer Zugang gewesen, so ein Hineinwachsen in Deckungsgewahrsein, wo wow, total okay ist. Und plötzlich bist du, und dann ist er für mich, aber es war damit schon verbunden, der Schock verschwunden zu sein. Was auch bei der Susan Siegel und so plötzlich bist du nicht da, auf einmal bist du weg, bist du Hilfe, bin nicht mehr da. Das war schon in Verbindung mit dem Sterbevorgang, so war das dann, das war da schon dabei. Dass wir waren mit sagen, Hilfe, bitte, wo bin ich, bin weg, bin verschwunden. Wobei die Jahre lang,
Ich habe Jahre vorher ja. Transzendentale Meditation gemacht. Gestern ist das lange Tempo. Ohne große Wirkung und dann die Bushaltestelle aus dem Nichts heraus. Aber da war jahrelang da nichts mehr, gell, wo sie nichts mehr gemacht hat, die Susan Ziegler. Die hat vorher aufgehört gehabt. Da war eine dazwischen, wo sie ganz normales Leben geführt hat, auf der Familie. Zeigt man mit der Bushaltestelle, zumindest. Und dann depressive Phasen danach? Naja, weil sie sich nicht auskennt. Genau. Weil die Berater alle gesagt haben, Hilfe, Mädel, du brauchst da ich. Und irgendwer hat es zwar gesagt, dass das eigentlich glücklich sein klingt, nur sie hat immer die Erwartung gehabt, dass das glücklich sein muss. Und das war nicht. Und sie hat so viele Angstzustände gehabt und darum hat sie es nicht glauben können. Erst zehn Jahre später, glaube ich, erst das 10 Jahre Leidensweg, Knochen erwachen, wie es passiert ist, bis das irgendwann geglaubt hat, dass das. Und da ist aber, glaube ich, irgendwie beim Buddhismus, ganz genau kann man nicht mehr erinnern, aber über den Buddhismus, glaube ich, ist dann nur mit dorthin gekommen, dass es dann geglaubt hat. Sie hat vorher keine Bücher zu lesen gehabt. Aber ein sehr langer Leidensweg, was sie gehabt hat. Ja. Und dann gab es da irgendwie eine Autofahrt, es war Sommer oder was, und auf einmal ist sie rausgefahren und hat sozusagen ein zweites Erlebnis gehabt, dass sie nicht nur nicht ist, sondern auch alles ist. Und dann redet sie vom Frühling des Erwachens sozusagen. Ja, also irgendwie so, aber sagt, es hat von der Bushaltestelle, bis das passiert ist, glaube ich, ungefähr 10 Jahre. Zehn Jahre dauert, wo sie irrsinniges Leiden gehabt hat. Von einem Arzt und Therapeuten, irrsinnig viele Therapeuten, und jeder hat irgendwie gesagt, dass es psychisch krank ist und mit Medikamente und alles Mögliche. Und bis wirklich so. Ist total spannend. Das ist das, was da ist, das betone ich immer wieder: seid ihr nicht so sicher und seid total im Respekt gegenüber der praktischen Erfahrung. Ausschließlich. Das ist dann, und alles, was da so kommentiert wird, bleiben wir zuerst schauen mal und ohne das irgendwas zu übernehmen von irgendjemandem. Das ist einfach ein Hinweis auf immer eine gewisse Einsicht und Erfahrung, warum ist Non-Dualität, das war so wertvoll von diesem Hype dieses Erwachenserlebens, dass die Non-Dualitätsszene sozusagen, wo ich dann viel in Amerika die verschiedensten Menschen kennengelernt habe, dass das so ein normales Hineinwachsen in den Zustand von Non-Dualem bewegt werden, sage ich mal. Weil das Wu-Wei, wo der Handelnde, wo es keinen Handeln gibt und es sich im Fluss des Lebens bezeugend erlebt, sage ich mal. Ne? Das ist eine wesentliche Facette, aber trotzdem, in beiden fällt mir so, wenn ich in meiner Erfahrung würde ich sagen, Non-Dualität und transzendierte Non-Dualität, da ist nichts besser oder schlechter, und es ist auch nicht mehr. Ne? Das ist so ein Witz. Das ist also der Punjaji, gibt es ja so, wo mit Punjaji am Sterbebett mit Ilai gesprochen hat, und der hat auch noch auf was hingewiesen, was auch schwer ist, was auch eine Facette dessen ist, wieder was. Alles das ist eine Facette dessen, das universelle Mitgefühl, die Empathie, ist auch total eine Facette dessen. Aber das ist einfach, das ist nicht, da kann man nichts irgendwie, darum sage ich, es sind die verschiedenen Facetten dessen, was, weil es gibt, das kann sein, das erwachen, und das ist ja, die Vasanas sind nicht ausgelöscht, das sage ich immer, das ist das bei mir, da hat es saublöd gespielt, und es hat erst einmal eine Zeit gedauert, bis sie das traut hat, der ganze Dreck ins Bewusstsein zu treten nach dem Erwachen, ne? Und das hat in den letzten Jahren, dann werden irgendwelche Links, die dann sind, die bieten sie an und sagen sie, dann spült es frei. Und du schaust dazu und tust nichts, da ist niemand. Da sind die Ich-Strukturen, die spülen völlig frei, aber die Ich-Instanz ist gefallen. Ne? Und darum ist der Ausdruck Ego natürlich für mich irreführend. Und darum habe ich jetzt der Zeit das so verwendet, die Ich-Instanz und die Ich-Strukturen. Weil Ich-Strukturen, viele Menschen haben aber die Erfahrung dieses Sterbens nicht gemacht und kennen nur Therapeuten, nur Ich-Strukturen nach dem Enneagramm oder was. Und wissen nicht, wie das ist, wenn das verschwunden ist, das Ich, in der Erfahrung gestorben ist. Aber dann ist der ganze Dreck freigeschaltet. Dann bist du sozusagen, du schaust da dazu und du spülst aus und du schaust dazu und das ist wie ein Film und du schaust zu und bist mittendrin und das tut das und dann siehst du Projektion und siehst das alles und du siehst dich da spülen und du siehst dich ausspülen. Ja, nach den Tendenzen dessen, wobei sagen wir es,
das, was abgeschossen ist, als Prarabdha Karma und dann erst geerntet wird, aber auch noch neu angeschubst wird in der Tendenz einer Vernetzungsdisposition. So würde ich es einmal nennen. Also, so ist das in der Praxis gewesen. Ich kann es nur direkt aus der Praxis nehmen. Das Wunder wahrscheinlich dessen, was, für was der Maharshi steht, ist das völlige Auslöschen jedweder Latenz von Tendenzen des Geistes. Ne? Das kann ich überhaupt nicht behaupten. Das heißt nicht, dass das Wünschen und Wollen ist nicht verschwunden, aber es ist in dem Sinn kein Leiden, weil es ist einfach Schmerz und Freude und es ist losgelöst. Es ist, da keine Brennung ist, ist keine Identifikation in dem Sinn. Ne? Das ist schwer zum Sagen. Es ist, da gibt es nichts zum Verstecken. Das ist das, was man sich auch schwer zum Verstehen ist, wenn das nur aus der Sicht sozusagen einer bestimmten Struktur des Geistes sind und nicht gekannt ist. Das Hauptproblem ist, dass du das bist, der das nicht will. Und was ist, wenn da niemand ist? Und es zeigen sich die verschiedensten Muster und die verschiedensten Programme. Wenn da niemand ist, dann ist das ja, dann ist das so absurd, weil da ist ja niemand da. Dann, wieso soll das nicht aufzeigen? Ne? Das war ja damals in diesem Beziehungsspiel mit der Judith zum Beispiel so, dass das natürlich schwer zu erklären war, dass eine freigeschaltete, manchmal penetrante Gebärdung einfach geschieht. Und dass das ja ich, wenn die Ich-Illusion transzendiert ist, ist das ein freies Spiel sozusagen. Und trotzdem, da gibt es ja gar keinen, und da, dann ist es wirklich so, dass der Handelnde, wenn der Handelnde verschwunden ist, was, ja. Aber es ist eben das Interessante ist einfach wirklich die Praxis dessen, was diese Geburt ist, diese Erkenntnis ist, diese verschiedenen Facetten dessen, was Erwachen ist, was Non-Dualität ist, was Wünschen und Wollen ist, was Leiden, Transzendieren ist, der Aspekt, der ganz ein wesentlicher Aspekt ist. Ne? Es gibt auch so etwas wie ein freier Ort der Emotionalisierung, die bewusst ist und trotzdem nichts macht und trotzdem sozusagen in dem nur nachklingt und noch spielt und dann irgendwie verblasst. Das soll ich sagen, aber das Um und Auf ist das größte Geschenk, weil das Erkennen. Ne? Und dann war das eines der größten Geschenke, das Gehenlernen aus dem Tun durch Nicht-Tun, was das ist. Und ein ganz wesentlicher Pointer war für mich, wo der Pointer war, ist das Stopp, der Stopp-Pointer. Ne? Das ist einfach der Blick-Pointer, wo plötzlich, und das war 3-4 Jahre später, durch ein Video von der Eckhart Tolle, ich bin gar nicht mit ihm live irgendwie, sondern wo er irgendwie verdutzt geschaut hat. Und in dem Moment ist irgendwas passiert, wo er, so und das wumm, das ist nach wie vor ein Pointer, der unglaublich stark ist, weil es ein Resonanzpointer über die Arbeit mit dem Energiefahrzeug. Das ist das, was mich interessiert, weil ich kann ja als das, wer ich bin, im Prinzip alle Energiefahrzeuge anschalten. Ne? Weil ich ja das nicht bin und das bist du nicht, sodass das ja was ist aus der Latenz dessen und aus dem Nicht-Tun des Seins. Das ist wieder eine Facette, die habe ich so nicht in dem Sinn gefunden, aber die ist mir praktisch zugänglich. Keine Ahnung, da gibt es ja 100 verschiedene. Das Leben bleibt ja nicht da stehen. In der Einsicht, im non-dualen Bewegen, im Wu-Wei, im Tun durch Nicht-Tun, im Spiel mit Bewusstseinszuständen, in der Reifung des Sich-Erlebens als. Das ist zum Beispiel eine Facette oder das totale Mitgefühl mit jedem Geschöpf. Ne? Da sage ich manchmal, das ist was ich zu lernen habe einfach. Ich bin wahrscheinlich, wenn du mich jetzt fragst, würdest du ad hoc, ohne mit der Wimper zu zucken, mit jedem leidenden Menschen, der was ich völlig da im Dreck liegt, in der Blutlache, so rinnt einem das Rotz aus der Nase, total sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, zu tauschen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich da Ja sagen würde. Also ich sage mal, wenn ich das in der radikalen Zuspitzung des Menschseins bis in die tiefsten Tiefen, wo ich das alles nicht bin und alles bin, dann wird es ja über gar nicht ins Geringste dagegen sprechen. Das wäre eine Realisation, eine praktische von vollständigem Mitgefühl. Eine Dimension, die ganz stark bei Jesus drinnen ist und bei manchen, das sind verschiedene Facetten. Das ist total spannend. Also die verschiedenen Perspektiven dessen, was Erwachen, Realisation, Liebe, Verkörperung des Menschseins, was das alles beinhaltet. Welche Dimensionen? Das heißt, es gibt verschiedene Aspekte davon.
die verschiedensten Leute, es ist verschieden stark in gewisse Richtungen. Klar, ich würde sagen, dass da Facetten sind und drum. Nutzt das Wunder des Lebens einfach da zu schauen, was du überall, wo die Resonanz ist, die Berührung ist, wo du aus deiner Pflückewerdung, aus dir selbst her schaust, was ist, wo, ja. Und ein freier Mensch wird da nicht irgendwas begrenzen, sondern einfach sagen, hey, wenn da was Klick macht, wenn da was eine Berührung ist, das ist, wenn in dir was ist, das ist das Kriterium. Nicht im Außen, was wer sagt, tu das oder tu das nicht. Je mehr du Flügge bist, umso weniger braucht dir irgendjemand im Außen irgendwie sagen, was du zu tun hättest. Und dann ist es immer mehr Unterscheidung in Wertschätzung, weil du weniger an Trennung interessiert bist, was es nicht ist, was nicht passt, sondern du wirst immer über den Wert. Und selbst wenn da viel Mist ist, wirst du, wenn da ein Wert ist, plötzlich das sagen, wow, das ist genau wegen dem. Ne? Und ich muss auch sagen, bei den Lehrern, bei denen ich lernen durfte, so unter Anführungszeichen jetzt, oder wie nennen wir es, war das immer ein Geschenk, das und das. Aber das heißt nicht, dass man dem sein Privatleben so erwartet, wie der das macht und dass ich das alles übernehmen muss. Und dass das alles, und das gibt es so ein Märchen immer so, dass dann erwacht alles, das so, nein, das sind oft Facetten, die total, ja. Das hat mich nicht interessiert. Da hat mich vom Anfang, wie ich bei Onze Parke war, keinen überhaupt interessiert, der ganze Drumherum und mit der Beziehungszirkus und der Chefchenzirkus und so weiter. Total wurscht. Da geht es genau um das Gange. Und die Gangeji hat sich auch beim Punjaji da nicht beschwert, dass so ein Patriarch ist, so ein Indischer, der gleich sagt, was zum Bloß, wie du es tust. Sondern genau das, was der Aspekt ist, der und, ja, was auch immer. Das Feuer, die Liebe, die das Wort Berührung, wo irgendwas total berührt im Inneren, das ist was irgendwie ein Kriterium ist. Ne? Und diese Berührung kann sein, dass da manchmal auch sehr ambivalent ist, dass ganz starke Anziehung, ganz starke Abstoßung, das springt hin und her. Es ist auf jeden Fall nicht irgendwie so neutral und abgestanden, ne? Möglicherweise, sondern. Aber ja, das ist was. Wo das Wesen einfach in Resonanz tritt mit dem Wesen, mit dem Tiefen des Wesens und genau das Feuer entfacht, was dann das Feuer der Liebe und das kann ganz schön irritativ sein und kann ordentlich tremendare heißt es ja, das ist ja Zittern, das Beben, wo du weißt, ja, das war damals, dass ich gewusst habe, das geht mir in den Kragen. Entweder bin ich da weg oder ich bin bereit zu sterben und das war mir gewusst, wann. Das war genau das, was mich gejuckt hat natürlich. Ne? Ich genau gewusst habe, das muss sein. Eine wesentliche Betonung, die ich immer wieder auftaucht, wo ich merke, das ist wirklich, schau nach innen. Schau wirklich ehrlich, du bist autorisiert. Das Leben ist genau in dem Punkt, das ist dieses eine große Leben, was genau da steht, wo es steht und im Respekt dessen, was da gerade erlebt wird, ohne dass du irgendwas von irgendwo von außen, und trotzdem ist alles Inspiration, Anregung, alles, was da so daherkommt. Ne? Aber die Geburt muss von innen erfolgen. Und die Geburt kann niemand bewirken, das hat auch der Maharshi immer. Aber das Gefäß natürlich, ein wesentlicher Aspekt, den ich merke, den ich natürlich sehr nutze, ist Resonanzbeutel der Verkörperung. Zack. Das ist das, was passiert, wenn du weißt, wie das geht, sozusagen im Nicht-Tun. Dann gibt es was das ausdrückt, was natürlich zuerst schon wirkt, schon lang, bevor ein Mensch dieses Frage-Antwort-Spiel ist völlig nebensächlich. Da kann auf irgendwas geredet werden. Was auch manchmal der Fall ist. Also ich meine, ich kann so schnell, dass man mir nicht folgen kann. Ohne dass jetzt die Absicht ist, dass man mir nicht folgen kann oder das so, dann ist es auch wieder total eine klare Message, die gerade gesagt wird, das wechselt. Das ist eklektizistische Sprachenergetik. Und das ist es auch, so wird es genutzt. Das ist in der Form, das war so wunderbar. Onze Parkin hat es zum irgendwas im mentalen Sinn bewusst machen, im Detail, mit einem Sprachverständnis, was sehr detailliert und sehr fein gefächert ist. Völlig andere Verwendung. Das sind einfach verschiedene Spielarten. Ne? So wie die Vögel, verschiedene Vögel verschieden singen und fliegen und so, das ist Natur. Das sind verschiedene Ausdrucksformen des Menschseins. Ne? Und das sind verschiedene Facetten, die auf irgendwas hinweisen. Und das ist ja dann, das ist nicht linear. Das ist überhaupt nicht linear, das ist uns so erwachen und so. Das ist ja über diese gewisse Scheinmacht mit Traditionen, wo so viele lange, jahrelang
die Vipassana Meditation machen oder die und die Meditation und was ich was weiß. Irgendwann musst du die Tradition verlassen. Klar. Oder du bleibst ganz in einer konventionellen Tradition und trotzdem bist du hast trotzdem so leicht, dass oft haben sie dann auch nicht viel Freude natürlich mit die Uhr, diese Frischlinge, die im Anfängergeist da plötzlich sozusagen. Solche da wie der da. Ruhig eng. Stell ihn niemanden auf den Scheffel. Weil sonst gibt es ganz große Enttäuschungen. Gut, das habe ich auch gehabt. Aber, ne? In den 90er Jahren, da hätte ich wahrscheinlich nur Bartl die Inder ausgeholt. Die anderen, wenn ich erstmal die Gangachi, habe ich mir gedacht, ah, das ist auch so eine blonde Esoterikerin. Da habe ich mir gedacht, ah, das ich glaube, das war so 1999 oder 2000. So Wahnsinn, das erste Mal, wenn ich irgendwie zusammengekommen bin, da war das auch, da war ein Klischee, da waren so alle so Bordler, und der Satu war sie, wie sie, oder Schimpf beieinander. So irgendwie so ein bisschen so mit so einem Shiva angemalt und mit der Asche in die Haare und so mit so einem Blick schon so, dann hast du schon gesagt, wow. So, ohne Klischees, es kann in allen Ausdrucksformen auftreten. Vom Nackten bis zum britischen Banker wahrscheinlich. Das wurscht, sagt nichts aus. Klar gibt es natürlich bestimmte, sag ich einmal, Auftrittsbewegungen, die. Und das ist schön, und das ist auch so, das war wieder wie der ganzen indischen und der christliche Mystik und die Verbindung mit Zen-Buddhismus, die hat mich immer total fasziniert. Aber auch dann diese total westlichen, bis zu diese Pub-Freaks, so diese britischen, die da so ordentlich zunder, sag ich mal, so überall, das ist so schön, das war so schön, weil das nicht nur aus dem indischen oder auch nicht nur aus dem kalifornischen Post-psychedelischen, der San Francisco-Bewegung und so, sondern überall, dass das alles so zusammenkommt, dass das ist total spannend, das ist voll, total interessant. Ja? Das ist ja wow, das ist praktisch, das ist nicht irgendwie sonst diese heiligen Geschichten. Und ja, was da alles an Vorstellungen zusammengebrochen ist über. Ja? Das ist dann immer, oft war das dann die Enttäuschung im persönlichen Kennenlernen von irgendwelchen spirituellen Lehrern, das ist ja auch ein ganz normaler Mensch. Ne? No, na! Und da habe ich sehr viele persönlich auch kennengelernt und dann habe ich früher auch geglaubt. Und das muss einfach fallen, dieses Bild. Das ist ein Projektionserwartungsbild. Und das wird so genährt durch, dass das dann, und du glaubst dann, wenn du erwachst, dann bist alles so Butter und Kirschmann und alles transzendiert und es ist auch nicht wahr. Und gleichzeitig kann auch ein langjähriger Weg der Praxis, der Hingabe und der Nächstenliebe im Buddhismus, im Christentum total wertvoll sein. Läuterung, ohne dass eben das erwachen passiert. Und es kann irgendein Rotzpflegel auf einmal aufwachen und dann führt er sich auf in Vitalzelebration, da wie geht nicht mehr. Und so. Und das sind verschiedene Facetten und die müssen wir einfach wirklich alle uns einmal anschauen und ganz praktisch, sage ich mal, wissenschaftlich, spirituell, menschlich alle betrachten. Und da sind wir mittendrin in dem Experiment, in dem. Das ist total super und das ist unglaublich interessant. Die Idealisierung und alle diese Projektionen zu sehen und so. Einige Beispiele, wo dann so ein Bruch vom Schüler, so ein Lehrer, was ist dann, was mir vorgeworfen haben, und so oft in einer langen Beschäftigung mit dem Enneagramm, du bist ja auch da, mit dir kann man nicht reden, und so, ja, und alles das, da kommt dann alles aufs Tablett, und das ist lustig, natürlich irgendwie, ja, was nutzt nichts, das ist, auch dieses Teil des Spiels, das ist einfach, das ist unglaublich spannend und bemerkenswert, das ist Leben. Dazu, dass in der Szene halt auch Leute durch die Gegend springen, die erwachen sozusagen so im Supermarkt Ausverkauf anbieten und
behaupten, dass bei ihren Retreats ständig Leute aufwachen. Naja, die so zollen nicht. Und in 7 Schritten und so. Ja, ja. Und mit, ja. Ja, da haben wir uns gestern drüber unterhalten. Naja. Ich habe den nicht direkt gesehen, deswegen bin ich vorsichtig. Ja, ich auch nicht. Direkt gesehen. Aber solche Storys, ich weiß nicht. Nein. Aber gerade das ist dann für viele natürlich genau wie dem Leistungszirkus der modernen Welt, das was, da sind schon 35 erwacht und so, und viele sind bei dir erwacht. Das war ja auch, so, ja, schon ein geiles Feuer. Wo ich gesagt habe, genau das ist es ja nicht, wenn ich erzähle, dann ist es eben, das ist nicht kompatibel mit meiner Erfahrung. Da kann kaum keine Zahl. So, dann ist dann nach dem Erkennen ist dann keine Zahl mehr, weil genau die Zahl ist ja sozusagen vorher. Weil, was willst du für eine Zahl nehmen? Wenn das Bewusstsein, also ohne, ja, wie viele? Wie viele Ozeane sind denn hier? Das ist ja sozusagen, wenn die Welle aufgeht im Ozean, wie viel sind denn dann? Ne? Vorher sind vielleicht, gleich gibt es irgendwelche Anwärter, die so ein Zertifikat und keine Non-Duality-Zertifikat, die was durchbrechen. Ne? Da kannst du vielleicht noch alle austreiben. Sag ich, bin ganz eins und 24 Stunden bewege ich mich im natürlichen Zustand, frei im Flow. Ne? Okay, aber was ist, wenn es durchbricht? Da ist gar nichts, da kann man nichts. Was bringt das? Was wird wieder? Kann eine Zahl da irgendwie kann mit dem Zustand, eine Zahl ist da nicht kompatibel. Das sind ja. Ja, wieso? Es gibt so viele Spielarten und das. Ja, so wie der John einmal gesagt hat, dass ich. Das wird einfach mit Augenzwinkern liebevoll dann halt auch gesehen, wenn das Ich sich so mit der Erleuchtung begleitet und da herumstolziert. Aber das ist dann lustig. Das wird dann liebevoll mit Augenzwinkern gesehen. Das ist alles, ja. Natürlich ist auch alles Shiva. Ne? Auch die Verkleidung. Mit der Natur haben wir auch die Mimik identifiziert, so mit allen Spielorten und Blüten, die irgendwelche Insekten mimen und wo dann die Scharen unfreiwilliger Freier hinfliegen und dort die Weibchen begatten wollte, weil es wird die Blüte bestäubt. Ne? Oder irgendwas, so sage ich, wo der Zirkus des Spiels in Olversetten, das Lela und was. Aber das etwas, was das Leben weiß, je tiefer du ernsthaft einfach dieses in dir hast, umso mehr muss es sich öffnen. Das hängt ausschließlich von dir ab. Ne? Aber nicht als Bedingung. Das ist ein natürlicher Reifungsprozess. Ne? Das ist aber auch jetzt eine Formulierung. Ja, überhaupt jede Aussage ist mit Vorsicht zu genießen. aber dann ist es ja, das war, wenn ich mich so zurückdenke, meine Zeit bei John de Reuter, das war die Zeit, wo er nicht gesprochen hat. Das war herrlich. Lange Fragen, viele Leute haben lange gefragt und die Antwort war fast immer ohne Worte. Das war so gerade ausgeschaut und so ein bisschen so leicht im Mund angesetzt wie ein Fisch. Es ist nichts gekommen. Es waren 3 Stunden war das und da war fast nie irgendwas gesagt worden. Inzwischen hat es sich wieder geändert. Aber es war so schön, das war eine klare Antwort. Und der Maharshi weiß es auch, die klarste Antwort ist natürlich nicht wieder genau mit demselben Mind, wo dieses komische Frage-Antwort-Satz-Spiel meistens läuft. Dabei weiß ja die ganze Energetik eh Bescheid. Und bis auf mit dem versucht es im Frage-Antwort-Spiel sozusagen zu orientieren, genau das, was die Instanz scheint, die da sozusagen da quer sich stellen kann. Aber wenn das in die Weite, muss ich sagen, dann reift es und dann ist auch der Furz wert für gleich überall. Es wird dann alles als wert gesehen und überall. Und das hat alles, weil es wird ja alles, wie es nicht geht, was es sieht. Du siehst dann allem was. Es gibt überhaupt nichts, was nicht wertvoll ist, weil du machst deine Erfahrungen einfach mit allem. Du bist immer sozusagen richtig oder du kannst nie anders. Richtig gibt es nicht und falsch. Und du bist immer dort, wo du glaubst, dich zu befinden. Das ist eigentlich immer nur genau, wo das, so das Interesse sozusagen liegt. Du kommst dort landest immer. Ne? Ja, du kriegst das halt so geliefert, weil wir in der Energetik ja die verschiedensten Ausrichtungen haben. Dann kriegen wir es auch in einem bestimmten Abmischung. Ne? Die sind ja meistens in verschiedene Richtungen.
Dadurch kommt es dann auch genauso. Das ist herrlich, das ist ein unglaublich interessant, bemerkenswertes Spiel. Aber es ist überhaupt kein Spiel, es ist ordentlich, es geht ordentlich. Aber wenn es dann so heftig wird, dann wird es auch total spannend, weil dann hast du immer weniger Möglichkeit, das zu kommen. Dass ich das kontrolliert, dann weißt du nicht mehr, da hast du gar nicht, was tust du dann? Dann kannst du einfach, das ist dann. Aber wie gesagt, das ist, respektiere, wie auch immer es in dir erlebt wird und erscheint. Jeden Moment mal. Weil das ist das, wo wir ausgehen von einer Erfahrungserlebnis, was ich, Gedanken, Gefühle, alles, Energetik des Momentes, der zugänglich scheint. Soheit, Bestandsaufnahme, Deckungsgewahrsein, wie auch immer, was nennen. So ein wissenschaftlicher Zugang. Wo bestimmte imaginative, spekulative Experimente dann ablaufen, die mit dem Korrelieren es irgendwie zu herauszufinden oder zu erforschen. Ja. Und der Bewusstsein. Was ich auch erwähnt, was auch für mich ein wesentlicher Link ist, die Stimmung, die Einstimmung des Instrumentariums, sage ich jetzt. Das ist das, was mir als Stopplink auftaucht, ist, was auch sehr griffig ist, also sofort. Was auch immer, das ist einfach auftaucht. Keine Ahnung, das ist was. Eine energetische Verkörperung, so als Point. Ganz einfach ist, weil die Wellen nicht getrennt sind. Wenn eine Welle, dann wird es leichter auch, dass es sich justiert. Das, was Jesus gesagt hat, wenn mehrere in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Das ist für mich sehr praktisch, wenn eine Welle plötzlich, dann ist es eine andere Welle auch. Und dann ist eine Resonanz miteinander sein in der Gesamtenergetik. Das ist das, was ein Wert von Satsang ist. Ne? Das heißt nicht, dass Erkenntnis passiert, aber dass das Gefäß, wie im Orchester, es wird auch ein Instrument gestimmt, die sind nicht getrennt, anders wird auch damit gestimmt, die sind nur auf das eingestimmt, was das ist, und dann auf einmal ist es möglich, dass du deine ganz einzigartige Melodie spürst, auf dem ganz einzigartigen Instrument, was das Leben durch dich sich ausdrücken und beschenken möchte. Und das ist ein unglaublich pragmatischer Resonanzpunkt. Der ist einer von denen, die mir am direktesten ist, die einfach keine Ahnung, wie das sonst noch in dem Sinne kommt, weil es die totale Körperlichkeit ist, die einfach ein stiller Loslasser, also ein Justierungspointer ist, des Ausdrucks. Ne? Und der Blick, klar, das ist auch das physische Auge, das mit dem einfältigen Auge korreliert, als das sich sehende. Das kann dann so umklappen, so dass es diese Erfahrung, die so dass es alles nach innen klappt. Ne? Plötzlich klappt es. Du bist so in der Welt und plötzlich klappt es, und dann ist die Welt in dir. Das ist ja oft so beschrieben worden. Das ist auch, wie soll ich das beschreiben? Das ist, dann ist das, wow, hey, das ist Hilfe. Das ist umklappt. Ne? Alles, ja.
Und Glaube und Zweifel ist immer möglich. Du erzählst dann auch eine Geschichte, dann kannst du auch einen tiefen Einblick mit einem Erkennen plötzlich völlig abtun wieder und das so eine Geschichte erzählen darüber, dass es. Und es gibt, habe ich ja schon gesagt, Menschen, die ich kenne, die leicht immer beeinflussbar sind von anderen äußeren Autoritäten, die wirklich eine Erfahrung gemacht hat, die haben sie dann wieder ausgeredet. Es gibt Menschen, die bloß sich was einbilden. Und wirklich, das ist so einbilden, weil das lässt sich autosuggestiv. Beides gibt es. Das heißt, du kannst mit dem Geist spielen immer noch. Daher, dynamisches, okay, einfach sein lassen ist, schmeiß alles raus. Pass auf. Jeder Gedanke. Bleib da. Die Vasette zum Beispiel, das Pujaji. Pujaji hat das selten als Definition für Erwachen gekommen, weil es ja wiederum auch nur ein Aspekt ist, nämlich völliger Normal. Aber das ist ein Tor. Der Pointer ist ein pur Tor, wenn du da bleibst, wo du einfach erfahren hast, dass du da wirklich nichts ist. Pujaji. Das ist ein also Aspekt, natürlich auch ein Aspekt dessen. Das ist auch total leer. Alles mal rausschmeißen. Auch der Zweifel ist natürlich ein massiver Gedanke. Der Zweifel, dass das dann keine Gedanken sind und sowas passiert. Alles. Das ist, was für die Skeptiker ist, dass die Geister in Indien ist, die sitzen alle wie die Haftelmacher. Und wenn dann was ist, na, da ist aber sicher was darin, dann seid ihr nicht, vielleicht ist da doch was und vielleicht täusche ich mich und so weiter. Genau mit dem Gedankenprozess, auch der suggestive, imaginative Erwartung. Das ist der Witz. Wird dann nicht gesehen. Still ist jenseits von Glaube und Zweifel. Dann ist dann sowas wie eine entspannte Leerheit. Die entspannte Leerheit habe ich mir vor gut 10 Jahren noch nicht wirklich vorstellen können, dass das gibt. Das ist was dann einfach. Und es ist dann immer mehr zugänglich geworden, wo die Idee, es könnten einmal die Gedanken alle verschwinden, aufgeben wurde. Solange diese Idee latent immer nur so irgendwann einmal wird sie das verschüssen, da überhaupt ist das aufrechterhalten worden. Es war nicht wirklich stört, er schmeißt was raus. Und
Der Witz ist, es tut es von selber einfach. Alles tut es von selber dann einfach. Oh, das ist kein Tun, kein Nicht-Tun, bla bla. Das sind immer Polaritäten der Vorstellung. Gedanken auszuschmeißen. Dann ist irgendwann leer. Dann ist irgendwann leer sozusagen. Das ist dann, kannst dann im Augenblick, wo du sagst, nein, bist sicher, dass es leer ist, ist ja das schon wieder eine Investition. Mhm. Dann ist sofort wieder was da. Das ist klar. Mit der Anregung, so zu schauen, ist so wieder nicht wieder eine Verschaffung. Was natürlich ein Mensch, der in der Skepsis ist, das ist halt wieder mit Leichtsinn. Glaube ist wieder dafürhalten und Zweifel ist wieder was. Nicht, wobei das ist eine Investition in Gedankenform. Die Tiefe des Hinweises ist einfach still. Das ist unglaublich, was das wirklich für Dimensionen ist. Und dann ist es so, dass sozusagen der Entwöhnungsaspekt von Geistformen, wie beim Alkoholismus, wo es am Anfang schwierig erscheint, sage ich immer wieder, es nicht zu trinken, leichter fällt es einfach nicht zu trinken, weil es ist eigentlich viel leichter, als es zu trinken. Ne? Das ist das, was dann mit der Zeit plötzlich von selber dann zurückfällt, weil es ja eigentlich einfacher ist, still zu sein und total leer zu sein, als da irgendwo da aufzuwirbeln. Ne? Nur haben wir das gelernt die ganze Zeit. Das ist sozusagen der Entzug dazwischen vom Mind-Junkie zum klaren Bewusstsein. Ne? Da haben wir ja auch irrsinnig viel dafür getan. Ne? Was ich dann auch öfter so formuliere, was ich auch gut kenne, was ich früher nicht so glaubte, dass es möglich ist, von einfachen funktionellen Zuständen in totale Samadhi-Zuständen nahtlos überzuspringen. Das heißt, völlig im dritten Auge, so einen Bliss und dann zack daneben und das nimmt eine praktische Tätigkeit, wo du völlig funktionell, völlig nüchtern und dann der wow. Und das ist alles, das sind Spielarten, wie für ein Instrument. Du spielst verschiedene, kannst da Solo spielen, das ist alles das Instrument, das ist alles das. Bio-Musikarium und Artificiarium der Natur, was da energetisch verfügbar ist. Hm? Alle Facetten, auf dem das Bewusstsein eben spielt und mit dem er sich ausdrückt und mit dem es empfängt und erfährt und sich in der Berührung erlebt. Wow! Der Witz ist ja sozusagen, je weniger das sogenannte Vorbild, weil das Vorbild ist das, was das Urbild vor den Bildern ist, und je weniger ein Mensch dir gibt, umso klarer ist er in der Durchlässigkeit, ja, was in der Resonanz eben nichts übertragen wird und von innen aufklappt. Das ist der Witz, weil sonst ist es immer nur jemand, der jemandem irgendwas erklären möchte oder irgendwas, und wenn das total wegfällt. Der Maharshi hat einfach in sich ruhendes, non-duales Gewahrsam und irgendwie passt der Schulter und genau das ist das, was die Liebe, weil das Leben einfach, weil du das bist und du bist nicht getrennt und wenn das plötzlich da ist, ist das wow, das ist wie, das bekräftigt sozusagen diese Bewegung, die in dir da schon latent da ist, dass du auch da durchbrichst und aufmachst und in deiner ganzen Unverwechselbarkeit durchbrichst und dich ausdrückt, so einzigartig, total das eine selbe, aber in total verschiedenen Formen und Facetten. Ja?
Das ist das Wunder einer noch feineren Differenzierung im einen. Das ist das totale Gegenteil von jeder Gleichmacherei und jeder Gruppenschwingung, wo alle so in ihren Sanyasin oder sonstigen Feld sind, wo alle so, weiß ich nicht, Flower Power feiern oder Papa Osho oder was ich was alles irgendwie. Und einer Glocke von gemeinsamen Vorstellungen oder Weihnachtsidylle oder ist egal. So von innen, die Richtung. In der Natur, die Lilien auf dem Felde, sie scheren sich nicht um, sondern und dann ist es trotzdem die Vernetzung, ne? Ganz in dir, noch tiefer in dir, noch ausgesehen in dir und dann bist du da offen, in der Verbindung zu sein, durch Begegnung, freie Begegnung, mehr du da in die Absorption des spirituellen Herzens, umso mehr kannst du freier. Das Lernen einfach, das lebendige Lernen ist mit den Erwachen total dann erst wirklich freigeschaltet. Ne? Sag einmal, was das Lernprozess ist. Im Relativen, weil das ständig dann dieses Hemmnis, es zurückzuhalten und wirklich frei wird. Du bist ein neugieriges Kind, was dann lernt und da gibt es keine Einschränkungen. Ne? Das muss, wer soll das dann? Dann ist es wirkliches Lernen, das beginnt mit dem Erwachen, wirkliches Lernen, sag ich mal. Vorher ist es ja so ein Kampf mit Windmühlen. Eins gegen die Wand. Wieder für und dagegen, und du glaubst irgendwas. Ja, das ist natürlich total spannend. Das ist alles. Immer in jedem, in allen Zuständen von Mutter Natur, in allen Erfahrungen. Universeller Schamanismus des einen selbst. Also. Und es gibt was. Das Abenteuer des Bewusstseins, das Gate, Paragate, geht darüber hinaus, bleibt nicht da stehen, wie weit ich gegangen bin. Das ist das, was das Leben interessiert, das macht es spannend, das macht es lebendig, egal wie Facetten es. Hey, und gerade dann, wenn es in der Non-Dualität, du siehst das Alpha Omega in jedem Moment im Anfängergeist, dass das Ende im Anfang und das Anfang im Ende jeden Moment ist. Ne? Das ist klar, ist das die Non-Dualität, dass Erfahrung als Praxis einfach ein wertvoller Aspekt ist. Dessen muss Erfahrung der Kenntnis und vor allem erfülltes Leben sein kann. Das wird dann Deckung. So kann ich das, ne? Das geht. Religion und totales Forschen und
die Natur, die Wissenschaft, die Kunst, die alle Aspekte des Menschen, was so spannend ist, weil alles, das sind lauter so, alles heiße Eisen des einen. Wow. Da wird es interessant, da wird es wieder hey, da wird es egal, wo du vom Klang, von der Farbe, von der Erforschung in allen Bereichen, von dem Bezeugen, von der Bewegung sich erleben, also so alle die ganze Bandbreite des aus Repertoires, was überhaupt irgendwie zugänglich und ausdrückbar und erlebbar ist. Diese alte Trennung zwischen Wissenschaft, Religion, den Künsten, der Philosophie, das ist alles dann wieder, Gott sei Dank ist dann diese komische, das sind das alles verschiedene Facetten des Feuers des Lebens. Und das Du ist es auch, du sind alle aufgerufen, natürlich, weil das ist ja der Ruf in dir, sonst wird es ja gar nicht, das ist ja nur eine Tatsache, dass das Leben sie das Geschenk gemacht hat, ne? Sie in der Geschichte dann zu erzählen, du bist erwünscht oder nicht, nur weil das irgendwer gesagt hat, das ist ja doch ein Faktum, dass das Bewusstsein es sich das Geschenk dieser Präsenz, dieser Geburt, dieser Möglichkeiten, dass du bist. Dass du gewahr bist, dass du bist, dass du, hey, das ist das Faktum, die Story dann, die dann irgendwo, dass dir erzählt wird, das ist gut, das abzumontieren und zu sagen, wenn du gesagt hast, du bist nicht erwünscht und du sollst dich gar nicht gehen, ich hätte dich gar nicht wollen, und das, bleib bei den Fakten, lass die Gedanken einmal alle beiseite. Dann ist es, hey, ha, also das ist das Wunder, ne? Das ist ein Wunder, die ganze Natur, die du dann die Zelldifferenzierung aus der befruchteten Eizelle über das ganze Setup, die Organe im richtigen Stuhl mit dem ganzen, diese Wahnsinn. Also das ist bitte, wenn immer von tun oder nicht tun. Ja bitte, hast du deine Zirbeldrüse selber zusammengebaut, oder wie? Ist das eine Handlung oder keine? Oder so, so oft so linear und dann so polarisiert, als wenn das Ego oder das Selbst, ne? Entweder du bist da sozusagen glücklich oder du bist da arms Würstel. Und das ist ja doch, und das wird ja dauernd dann in dem, durch diese Brille betrachtet. Da sind die Erleuchteten, die sie möchte auch so sein wie du. Wie der Nick Adek mal gesagt hat, du müsstest mich bei einem Radfahrersflug kennenlernen, dann würdest du nicht so reden. Aber das ist eh schön, wenn auch diese Lehrerspielart, das, wenn das im Interesse des Lebens ist, dass auch der sogenannte Lehrer wirklich ein Interesse gibt, dass einfach diese komischen Klischees abmontiert werden. Ne? Kann ja nur im Sinne der Freiheit sein, einfach. Da wird es ja nur spannend. Das ist doch, hey, das, wo wirkliches Interesse ist, die Potenzialitäten zu erforschen, zu nutzen, so alles das, da, wow, dieses Leben, dieses, ja. Keiner, die da so irgendwo sitzen vor dem Dom, sind mit Engelsflügeln am Fenster reingeflogen und haben da, ja. Sag ich mal, da so, ja. Da sind Astralwanderungen und luzide Träume und außerkörperliche Erfahrungen, ganz nette Geschichten, psychedelische Trips und alles das. So hat also Berechtigung. Es gibt also eine riesen Bandbreite. Alles ist nutzbar, je nachdem, was du tun willst. Und das ist das, je mehr das da eintaucht, umso mehr weißt du, was du willst dann. Weil das sich dann justiert, fokussiert und nur tiefer aus dem und dann müssen nicht alle Bungee-Jumpen oder alle Zitterspülen oder Bierplatteln sammeln. Aber wenn das da für dich ist, dann wirst du das einfach tun. Weil es da niemanden gibt, der das bestimmt, dass du keine Bierplatteln sammelst oder nicht Zitterspülst oder Bungee-Jumping betreibst. Und irgendwelche Facetten dieses Menschseins, die da möglich sind, irgendwelche beliebigen, das ist irgendein Bereich, oder? Hey, das ist dann damit wieder, wenn man das irgendwie, diese Möglichkeit will, weil du das bist.
Es ist aber kein Wunder, dass je mehr die Profile immer vorgegeben werden und glaubt werden, sozusagen, umso mehr eine gewisse Linearität, die sich im morphogenetischen Feld überall natürlich zeigt und dann überall in der Form vernetzt, sodass das klar ist. Und da gehören auch bestimmte Modellvorstellungen von Satsang-Szenen wieder dazu natürlich. Ne? Da wurde der Vernetzung unglaublich schnell, aber wie schnell sind da überall Gleichschalte rund um den Erdball. Das ist ja wunderbar, dass es die Einstimmung ist, nicht Gleichschaltung. Die Einstimmung ist auf die Einstimmung, auf die eine Wahrheit, die nicht meine und nicht deine ist, sondern das ist das, was das Ursubstratum des Potenzials ist. Und das will Differenzierung, das will das ganz verschieden, das sie. Und trotzdem ist es das eine, weil das ist sozusagen der Quell, der aber nicht die Idee vom Quell. Die Stille, aber nicht die Idee von der Stille. Ne? Tauche die Stille ein und schmeiß den Begriff Stille raus. Natürlich. Also sonst glaubst du, wenn es laut ist, dann ist es nicht still. Und es ist aber ein Wunder, wenn du plötzlich, wenn es total laut zugeht und du plötzlich ganz verzückt sagst, es ist immer still. Und du ganz einfach mal hingerissen bist, während ein Konzert von einer Metal-Band, die ganz laut aufgeigt und du bist auf einmal ganz entzückt und sagst, das gibt's doch nicht, es ist total still. Und du merkst richtig, wie es der Tromifäscher rotiert und das vegetative Nervensystem halb nach oben springt bis über den Nabel. Ne? Bitte. Wow. Oder ganz einfach elementar. Du stehst beim Geschirrabwaschen vor einem Riesenberg von Geschirr und der Geschirrspüler ist kaputt und du sagst, scheiße, ich freue mich überhaupt nicht. Und irgendwie nach der 27. Tassen, nachdem du 4 Wochen nicht abgewaschen hast, du sagst, ich habe überhaupt meinen Geschirrspüler seit 10 Jahren in meinen Betrieb genommen. Aber das ist jetzt wurscht. Aber zum Beispiel so plötzlich nach der 27. Tassen überkommt es dich. Und du sagst das und dann heißt das aber nicht, dass alle bei der 27. Tassen, die dann alle auch versuchen, beim Geschirrspülen irgendwie aufzuwachen. Ne? Heißt das nicht, aber es kann passieren, das überkommt dich auf einmal, weil du schon so, es reicht dir schon so, dass du irgendwas plötzlich durchziehst. Weil du das einfach nicht mehr kannst, du sagst, das scheiß Geschirr soll sich selber anwaschen. Und plötzlich, wumm. Und du bist überhaupt nicht gefasst, du weißt gar nicht, was du sagen sollst. Dann denkst du, und dann sagst du, na, was tue ich jetzt? Und dann bist du, und die werden mich alle für verrückt halten. Ne? Dann versuchst du das irgendwo anzusprechen und sagst, was hast du da beim Geschirr waschen? Hm? Mädel, ist dir nur zu helfen. Hm? Ja, das kann auch so, kann es auch passieren. Ne? Das heißt, es ist immer, es gibt eine gewisse Dynamik, eine gewisse, möglicherweise eine Zuspitzung von, es hat was mit Shakti zu tun. Das ist schon was, es hat was mit der Energie zu tun. Der Energieaspekt ist ein wesentlicher Aspekt. Das ist was, das war für mich so spannend, darum so viel Tachyon-Werkzeuge, weil das war so, das hat so angekatzt. Zum wahnsinnig werden, ne? Wie, da habe ich alles umgehängt und da sind viele auszuckt und ich habe da erst recht da noch mit dem allem noch zugelegt und nachgelegt. Und da habe ich gemerkt, da bin ich schon doch zwischen dem Auszucken und völlig einfach irgendwie plötzlich sich ergeben. In dem, was du einfach nicht mehr kannst, hat sie auf die Schnauze und plötzlich und siehe da. Man kann es nicht wissen, das ist das gewisse. Darum ist der Dornbusch einfach für mich auch ein ehrliches Bild. Und die Dornen stehen natürlich für Leiden, für. Das ist der Aspekt vom Mitgefühl, diese Tiefe. Darum berührt mich das sehr, der Bernie Glassman in Amerika, wo er mit Müllmenschen irgendwie Obdachlosen sich dazu sitzt und dort eben an Taschen frei irgendwo auf der Straße macht in Amerika mit Menschen. Ne? Das ist auch super, dieser Aspekt ist ein Pakt im Sozialkontext des Berührtseins. Ne? Das ist so toll, das ist alles ist wertvoll. Wenn es still gesehen wird im Lichte deiner selbst, am Altar des Seins sozusagen hingegeben wird, als Prashadas, dann ist es ja als Tool erst einmal sichtbar und zur Verwendung freigegeben. Das ist der Witz.
Darum sage ich immer, wenn wir alle da herumrennen und dann irgendwie, da ist klar, dass wir nicht wirklich schauen können, was da überhaupt los ist. Wenn man mal still hält, mittendrin, wenn sich mal umschaut und so, dann ist jetzt so viel sichtbar, was da an Möglichkeiten, die nutzbar sind, ohne dass die zwingen, genutzt zu werden, um wieder irgendwo hinzukommen. Das ist wie das Spielen des Kindes, was da Freude hat, was da schaut, wow, hey, das hat was, das diese Plastizität, der Fall des Erlebens, das ist einfach untrennbar. Das ist nicht akademisch, das ist nicht theologisch, das ist, und gleichzeitig ist es natürlich auch, das hat alle Facetten, ne, von total elementar und praktisch und einfach und komplex und einfach und alles das. Daher gibt es also zur Latente schon Empfehlung sozusagen. Verzicht auf die Gehirnwäsche und geh nach innen. Ne? Immer mehr. Klar. Und dann, ich weiß, es gibt das sowas so, ein Unterscheidungsnavigieren in dir, vom Schauen, vom Stößen, vom. Das ist sowas, was, ja, was sich herauskristallisiert in Erklärungsprozess von Gewahrseinsbezeugung und Forschen und Schauen und Hinspüren und durch und anspüren und nein. Und die Belief-Kategorien in allen Richtungen, dafür, dagegen und was ist das, eher einmal sehen und eher alle Geschichten ein bisschen sein zu lassen und nicht unbedingt glauben zu müssen oder ablehnen oder befürworten zu müssen, sondern mal so als mehr als Energieformen. Nicht so sehr vom Inhalt der Geschichten, sondern auch das als Energie, und plötzlich verliert es sozusagen das, was geglaubt wird. Dieses eigenartige Phänomen, was das auch immer ist, ein Gedanke. Und dann reduziert sich der Gedanke sozusagen auf das energetische Schwingen von was, was eine Energieform ist. Man muss nicht unbedingt immer ausgepackt werden und auch vom Inhaltlichen her. Das ist diese Schiene, das ist, wie ist das? Und dann ist es auch natürlich ein jungfräulicher Intellekt, ist es einfach ein Werkzeug, ein bestimmter Modus des Sich, wo auch das Verständnis ein natürlicher Flow-Modus im Sein ist, der, der sich in irgendeiner Form entschlackt von diesem ständigen Konjunktiv von sollte, könnte, müsste, dürfte nicht, will ich nicht, und all diesen Virtualitätsspielen und Geistformen, ne? Die oder irgendwo in alle Richtungen zerstreuend umeinanderreißt. Und dann ist das genau das, was wir dann in der Welt auch erblicken wollen. Reißt wie Viere und von vor und zurück und da nicht und hin und her und bis kollabiert. Und dann ist für einen Moment irgendwie, bricht das auf und dann schauen wir natürlich sofort, so schnell wie möglich, dass wir es wieder zusammensetzen. Meistens. Aber da kann eben der Hinweis auf den Wert von manchen dieser. Und das ist dann auch hilfreich, vielleicht dann nicht irgendwelche Märchen zu erzählen, indem das dann spirituell verklärt wird oder einfach vorsichtig oder dauernd gewarnt wird vor. Ja, das ist dann so schnell als Hype im morphogenetischen Feld. Wo so viele sagen, ha, und ich habe gehört, und was soll es, Menschen, die erwacht sind, und was da passiert ist. Und so möchte ich noch gar nicht gehen. Das ist noch zu früh. Und da komische, eigenartige Sichtweisen dann. Ne? Aber das ist. Ja. Dessen ist, dass keine Sichtweise mehr unbedingt zwingend für bare Münze genommen werden muss. Das ist ein Aspekt von Sein. Welcher auch immer. Dieser Hinweis, ein Bündel von Gedanken. Was ist das Ego? Ein Bündel von Gedanken. Was ist ein Gedanke?
schaust hin im Licht deiner selbst und da ist gar nichts da. Wie kann das sein? Forschungsreise zu sein, durch die verschiedenen Gefilde. So sehe ich das im Moment. Das ist
In Beziehung zu treten und dabei noch tiefer nur ausschließlich in dir selbst zu sein. Das ist so ein Wunder. Noch tiefer nur ausschließlich in dir selbst und dann bist du noch, kannst du noch feiner in der Beziehung, in Beziehung treten. Hilfe, jetzt passiert der Vorgriff auf morgen. Aber das Leben schert sich nicht um Regie. Trete zurück, um vorzutreten. Trete noch tiefer zurück, tauche noch immer noch ein, noch feiner, noch tiefer, spirituelle Erz, um noch tiefer und feiner im Überquellen dessen herauszutreten. Ja. Liebes Eintritt, liebes Ausströmen. Und darum ist es natürlich die Vorstellung von völlig leer, völlig zelibatär, ist das totale, durchlässige Erleben ohne Zensur. Lassen wirklich der gesamte Seinsraum, der zugänglich scheint, wird völlig wow. Wo ist die Grenze? Des Ozeans, des Bewusstseins, selbst. Es ist natürlich nicht die Idee der Grenzenlosigkeit, das ist ziemlich begrenzt, wie jede Idee. Radikales Loslassen, radikales Entspannen. Entweder es taucht alle Hand auf oder es taucht so ab und taucht nichts ab. Das entscheidet dir das Leben. Schon ein Moment der Ewigkeit ist einfach wert, das Leben, das ist praktischer Wert. Ein Moment Ewigkeit, ein Moment, wo die Zeit stillsteht, wo du einfach, wow. Das ist total um und auf. Da stellt sich keine Frage von 14 Sekunden oder 2 Stunden, oder? Es ist einfach, da ist es erfüllt. Ohne Erfüllung, da ist es einfach in sich. So ein einziger Moment, das ist einfach wow, das ist total, das ist, was soll man da sagen, es gibt nichts, das ist alles, das ist einfach, das ist so einfach, das ist so irre einfach, das ist so. Yes.
grundlos und bedingungslos sein. Wenn das gesagt wird, ist das schon so. Nicht, wenn das bedingungslos eine Bedingung wäre und der grundlos grundlos wäre, sondern das ist Schnauzegedanke. In den Veranstaltungen öfters ein paar Schnarcher. Also es ist, tu dir keinen Zwang an, wenn müde, dann niederlegen und einschlafen und wieder aufwachen. Im Raum des Göttlichen sind alle Spieler erlaubt, nur das da erinnern. Also es ist öfters, dass uns jemand mit dem Sägemantra auch beglückt. Sag das nur, also dass in der offenen Weite sozusagen hier keine Vorgabe gibt, wenn die Müdigkeit entsprechend stark ist. Was jetzt natürlich keine Einladung jetzt zum sozusagen als Schnarchseminar, wobei man dann immer wieder trotzdem die Szene einfällt, wo einer unter dem Baum einschläft und dann, wenn er aufwacht, im Traum, ja, sitzen überall lauter Menschen und sagen Danke für Satsang. Weil es gibt so Momente, diese Unschuld, die wird meistens dann nicht erkannt. Ne? Im natürlichen Lachen oder eben, wenn du so richtig so Säge denkst, da ist es in der Latenz sozusagen des Wunders, des Allmenschlichen, einfachen. Ohne Zeit haben wir so viel Zeit. Herrlich. Genau, wo sitzen und einfach frei von der Funktionalität. Das ist halt das übertrieben. Zeiten wie diesen, wo kein Erleuchtungsanspruch oder kein advaitischer Vigilance-Anspruch, gar nichts. Wo das einfach steht einmal vorher. Mir nichts, dir nichts, kannst nichts falsch und nichts richtig machen. Boah, was tust du dann? Dann tust du, was du willst. Wow! Und das ist sozusagen das Aufweichverweilen, bis du das auch zutraust. Dann spürst du das und dann traust du irgendwie alles, was du willst. Stell dir vor, dass wirklich, es gibt niemanden, der das bestimmt. Wow! Was tust du dann? Das ist ja gar nicht vorstellbar, das ist ja so freie Liebesanarchie als Community. Ne? Zumindest kommen die spirituellen Szenen und sagen, aber du musst doch zuerst einmal. Das ist natürlich fett. Da gibt es die sich freuen, dass niemand das einer vorgibt, und die sagen, ja, aber da muss ja doch jemand sein, der mir sagt, wie ich tun muss. Je nach dem Strickmuster. Und dann gibt es die dann rebellieren gegen das alles, was hören. Und alle, die dankbar sind für alles. Und alles das zusammen fällt in einem Moment mittendrin. Und dann bist du sozusagen. Bist einfach hier und kannst nicht sagen, ob das Omega oder das Alpha zuerst ist. Da, wo die Lichtgeschwindigkeit sozusagen vorwärts eilt, ist es eher so, dass man uns vorkommt, das Alpha ist vor dem Omega, aber in der Zeitumkehr kann genauso Omega und der Schnittpunkt ist, wenn es geht, wenn dazwischen nichts ist. Das ist dann nicht so. Hey. Dann, wenn er zum Beispiel gesagt wird, bleib da, dann ist sofort wieder das, genau, wie der will. In Österreich versteht man, wie der will, das heißt, wie auch immer. Oder so ähnlich.
Widerwill ist überhaupt nicht beliebig. Ja, ich glaube, das Herr Deutschland floh ins Werk sitzt und übernimmt die Verantwortung. Okay, da kannst du alles gut in und dual zu träumen, weil das ist eine nutzbare Entdeckung. Um aus dem Traum zu erwachen, ist es wurscht, was im Traum passiert. Eisdösen ist was Schönes. Aufgetaucht, wo die Idee aufgetaucht ist, dass es irgendwie anders sein könnte, dass es in diesem Moment erlebt wird. Ne? Das ist überhaupt diese komische Idee. Ne?
Verschwörungsidee. Wann ist die erstmals aufgedacht? Die Idee mit dem Feigenblatt. Hilfe. Ich bin nicht okay. Ich muss irgendwie anders sein. Oh. Bemerkenswert. Gibt es irgendetwas, was, von dem du glaubst, dass es dir fehlt in diesem Moment?
Guthaben hat 7 Jahre vor der Wand verbracht, um es herauszufinden, bis es geswitcht ist. Was auch immer geschrieben steht. Du musst es nicht ausschlachten. Du kannst es einfach. So viel wird geschrieben, so viel wird gesagt, so viel. Zwischen Körper-Geist-Fahrzeugen und dem Bewusstsein kann man natürlich spielerisch auch bearbeiten, wenn du so willst, ohne es zu bearbeiten. Zum Beispiel, wenn ich plötzlich sage, hallo, wer sitzt jetzt auf den Sessel neben mir? Das mache ich normal nie. Aber es wäre genauso so ein Spiel und dann siehst du, ob das einen Einfluss hat, wenn du zum Beispiel deinen Körper und Aufmerksamkeit, für den du für deinen Körper gehalten hast, jetzt da neben mir sitzt und ich da hinten sitze oder irgendwie hoch sitze oder am Boden sitze oder wie in allen Positionswechseln da völlig oder ob das was verändert. Ne? Und ob das was verändert, wenn dann Gedanken der Interpretation auftauchen, verschiedene Gefühlsnuancierungen wechseln, ob das eine Rolle spielt. Das ist zum Beispiel das Erproben dessen. Wenn es klar erkannt ist, spielt das keine Rolle, dann können wir uns beliebig setzen und tun, wie wir wollen. Und wir können einfach vorne und hinten und uns setzen nebeneinander und den Modus total ändern in allen Spielorten. Und es ist nicht möglich, da rauszufallen. Das ist der Witz, weil das gibt es nicht. Also können wir einfach, wenn sie alles tun, wir können alle, gehen jetzt zum Beispiel sofort an Performance-Wechsel sozusagen in dem Spiel zum Beispiel machen. Das mache ich normal nie, weil ich sitze immer da und da sitzen, so scheint es, aber das können wir total probieren. Zum Beispiel, also, jetzt weiß ich nicht, das ist jetzt so im Schwellenbereich. Das ist im Schwellenbereich, wo ich so ein bisschen vorschlage. Aber das bezieht sich natürlich auf alle Modalitäten, Gefühle, die aufsteigen, die Gedankenformen, die mit den Gefühlen korrelieren. Klar, wenn ich jetzt schon sage, nimm nichts persönlich, was dann da auftaucht, dann klar, kann ich leicht reden. Weil, woran das jetzt ist eine Idee. Aber es ist ja jetzt schon möglich, dass das Verschiedenes auslöst. Ne? Zumindest Angebote von Gedankenformen, die gleich wieder mit einer bestimmten Gefühlsvorstellungs-, Nuancierung sofort als schöpferischer Akt wahrscheinlich schon wieder glaubt werden. Ne? Wenn das nur so vorgeschlagen wird, das ist. Und stell dir vor, es gibt auch diesen ganzen Zirkus durch alle Facetten, alle Spielarten und es spielt keine Rolle, aber nicht der Satz, dass es keine Rolle spielt. Ne?
Du kannst tun, was du willst, und es ist immer Satsang. Egal wie. Ist mir gerade die Prajnaji eingefallen. Wenn die beim Forum Erleuchtung mit einem Einkaufswagen oder reingekommen ist und so nicht Sachen ausgekaut. Rabi, warst du da dabei beim ersten? Das war lustig. Die Prajnaji mit einem Einkaufswagen. Was loslassen ist. Ich habe was auch verschiedenes ausgekaut im Einkaufsdorf aus dem Supermarkt. Also das kann man nicht skurril. Ja, es ist so. Wie gesagt, das ist. Du kannst es nicht verlassen. Und dennoch kannst du erkennen, dass du gar nie in dem göttlichen Gemälde bist und gleichzeitig bist. Das ist, da ist der Switch. Plötzlich, du spielst und bist im Deck und plötzlich merkst du, du bist ja gar nicht auf der Bühne, obwohl du auf der Bühne bist. Und wenn du das weißt, dann spielst du und kannst mitspielen, ordentlich. Oder du spielst dann nicht mehr mit. Du sagst, was reicht, ich weiß nicht. Das ist nämlich wirklich so. Darum ist es bei vielen Satsang-Veranstaltungen, dass es so zwei Sessel gibt oder drei und dass dann immer wieder irgendwer sich meldet, der dann nach vorne geht und sitzt und dann wieder. Und das ist also eine bestimmte damit verbundene Modalitäts- und Vernetzungsqualitäten mit all möglichen Gefühlen und Emotionen und Ideen und so weiter. Ne? Und als wenn das was ändern würde, aber es setzt immer wieder die Identifikation mit Körper, Geist, Form voraus. Ne? Dann verändert sich das und das hat sofort eine Wirkung und bleibt einfach im Energiespiel. Bleibt im Energiespiel. Wie auch immer es erscheint. Räumen Sie mal aus. Was will das jetzt nicht da her? Also, nehmen wir oder. Oder ich sitze mir da, ich sitze mir im Boden, du sitzt auf dem Sessel. Nimm da Platz. Ich bin nicht am Boden gesessen, also auch mal vergessen. Keine Ahnung. Hauptsache ist es immer still, das ist das Einzige, was geht. Könnte es zum Beispiel sagen, das ist das Ding der Interpretationsentlarvung. Interpretation, Projektion, egal wie. Na, wenn irgendwas passiert, ist es im Geist meistens so, dass sofort das Glaubbewusst dran irgendwie auftaucht als Sichtweise. Alle Sichtweisen sind illusionär. Einfach alle. Und es reicht schon aus, irgendein so ein Raum, Manöver in irgendeiner Form, dass da so irgendwie alles Mögliche passiert. Ne? Das ist ja unglaublich. Das sind ja diese spirituellen Szenen, die wirklichen Narren sind sehr wenige. Ne? Die das dann nicht wundert und irgendwie was da so irgendwas ist, was anders läuft, als irgendwie wie ein bestimmter Modus in einem bestimmten Setting. Dann stellt das so im Schulbetrieb einfach. Evelyn, das ist unvorstellbar. Da bist du halt nur wenn du geringste Variationen sind, da bist du schon. Ja, das ist das Unglaubliche. Ne? Verändert es irgendwas? Schön. Für mich nicht mehr. Bundle of sorts.
Bühnensessel ist frei. Wer auch immer im Bühnensessel sitzen will, sozusagen, möge einmal da sitzen. Das ist groß. Gute Aussicht. Das ist das Leben möchte, dass sich alle zeigen auf der Bühne. Von daher. Lebendige Wandel ist oft meistens dadurch gekennzeichnet, dass man eben nicht weiß, was das Leben da, was es auf sich hat. Das ist das, wo das Leben spannend ist. Wo der Impuls ist, wo die Bewegung ist, und es aber nicht irgendwie sozusagen als Resultat nicht irgendwie schon wieder im Geiste, sondern das kann zwar mitschwingen, so mit der Erwartung, aber es ist eben die offene Erwartung. Das ist das Wunder. Und so gehört das. Der Tiger am Sprung im gegenwärtigen Sein ist sozusagen der dynamische Aspekt dieser Öffnung, des Instruments. Die akzeptierten Modalitäten einer Großhirnrindennutzung, die sind ziemlich linear im Ganzen gesehen, oft. Da gibt's so viele verschiedene Möglichkeiten, die aus denen entstehen, gar nicht immer dieses. Gar nicht auszudenken, wenn du keinen Moment weißt, was überhaupt wie, wenn es alles. Wow, das ist ja völlig. Alles sozusagen dann sprießt in dem Losgelassensein einer Öffnungsdynamik aus dem Inneren. Das ist gar nicht absehbar, wie das. Schönheit, die überall ist, bevor sie sozusagen verstanden wird und dann wieder eingekastelt wird.
wenn der Impuls auftaucht, dort sitzen sie selber, man kann es nicht, keine Ahnung. Da ist ein lebendiges Fragezeichen. Genauso neugierig, was das Leben vorhat, keine Ahnung. Also keine Strategie, kein Grund. Im Lichte des Seins, im Lichte des Selbst. Hey. Ja. Ich schmeiß ihn vor. Weil Maria hat mir mein Geld gelassen. Maria gefallen, oder? Aus dieser Seinsfühlung des Herzmomentes ist verständlich, dass das so beliebt ist, diese Spielvariante in Satz an Frau Faunstadt drin. Ne? Dieses Vortreten und Sitzen vor und dann so, das ist. Ja. Cool. Also es gibt keine Begrenzungen, du kannst einfach beliebig oft vortreten und zurücktreten und du hast es in allen Spielarten. Also es gibt keine gewisse Tendenz in mir, wo ich immer so eine gewisse Unterwanderung einer konventionellen Modalität. Da habe ich irgendwie ein bisschen mitgeschwungen. Sind, hast du es noch lange, dass du nicht da sitzen kannst. Du kannst da genauso mit geschlossenen Augen sitzen. Ne? Da. Gibt es keinen. Also das hat was. Das ist eben genau das Spannende. Es gibt so viele Pointer, die nicht, wo das genauso wie der Herzhinweis von Raman Maharshi auf die rechte Körperhälfte. Die gibt viele Pointer, die gerade weil sie nicht greifbar sind, was da auf sich hat oder ob es da was auf sich hat, ist es so griffig und interessant, weil das einfach das, hey, das gerade um zu spüren, dass die Wahrheit dessen, was allem zugrunde liegt, nicht da in mir ist, sondern dass es total überall ist, dass es total in dir ist, das ist so wichtig. Der Sprung dieser leeren Thronsessel-Entrümpelung, das ist das, was ich überhaupt stehe, was mich immer schon gejuckt hat.
Das ist ein wesentlicher Aspekt, ein total wesentlicher Aspekt. Weil mir einfach aus dem Sein eine freie Community interessiert, die als das Selbst einfach. Ja, Sie fangen jetzt. Das ist das, was mich interessiert. Ich habe das mit den Schülern auch schon ein paar Mal probiert. Nur ist es halt dann so, dass ich dann wirklich manchmal gemerkt habe, dass man das direkt Wetter hat, so ein bisschen diese Bedeutungslosigkeit, in der ich da auf einmal verfallen bin. Weißt du, dass auf einmal wirklich die sich selber komplett beschäftigt haben, ohne dass wir irgendwie gebraucht haben. Ja klar, weil natürlich gar niemand gebraucht wird. Klar. Das war witzig, weil zu sehen, ja. Da hat eine Schülerin einfach das Kommando übernommen und hat dann das ausgedrückt. Mit Rollen muss rechnen. Dass die Spielordner auf den Plan ruft, die Rollenfacetten, auch Facetten der Einsicht, genauso alle Spielarten der Darstellung, natürlich aus einer Ich-Struktur, können da in total, alles kann da, und das ist aber spannend. Ne? Weißt nicht, was. So heißt das. Wenn du still bist, dann weißt du, dass es immer ist. Und dann ist es auch so ein Geschenk, weil du siehst, was da alles passiert, energetisch, was da energetisch in der Energieformung, der Gestaltung, genauso was für Gefühle, für Gedanken, für was alles auftaucht. Das ist da in dem ganzen Pott des Bewusstseins, Erlebens, des Zugänglichen. Ne? Ah, jetzt wollen wir alle so einen wunderschönen Resonanzscanner haben. Margarete, bitte. Wie ich jetzt gegähnt habe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es da passiert. Ja, das ist ja, ich habe eh gesagt. Das ist ja, also, wo sollte man denn, gibt es irgendeine Vorgabe von Ausdrucksgebärde? Wie ist das da? Ist das anders? Als noch vor 10 Sekunden. Natürlich ist es immer anders. Jede Sekunde ist anders. Sozusagen als trennend erscheinen kann, wenn wieder eine Idee geglaubt wird. Die Idee formt sofort das, was als Gefühl auftaucht, in der Unschuld. Als Gefühl wird sofort auch ein Gedanken. Das Gefühl sagt gar nichts. Das Gefühl ist einfach auch ein Geschenk von der Gedanke sagt was. Und dann sagt der Gedanke oft, das ist ich, das Herz fühlt oder irgend sowas. Und das sagt aber nicht das fühlende Herz, sondern sagt der Gedanke dann. Das Geschenk wirklich ganz ins Licht zu treiben. Das ist Geschenk.
Tigerinnen und Tiger wollen brüllen. Ganz verschiedene Ausdrucks. Das, was sich nicht bewegt, ist das, was total trägt. Das ist, da kannst du, was du willst, wenn du da bist, wo du einfach, das ist was nicht erklärbar ist. Was, da ist es ganz einfach, weil du im Justierten kannst du dich frei bewegen, was auch immer das ist. Da, ist es wunderbar, du kannst ja noch tiefer entspannen. Für viele Menschen, was er steuert, diese Gedanken, ist es dann irritierend und wenn du einmal da einfach bist, dann ist das wahr, das ist so, so schön, weil das, weil du weißt, es ist alles, wie auch immer es ist, der Raum ist groß genug, damit alles sein darf und kann von bloß gelöst und wie auch immer. Und diese Idee fällt auch ab und wie fällt die Idee ab und es ist einfach. Das ist aber praktische Naturalität. Das, was es ermöglicht, ist grundlos und unsichtbar. Kannst uns auch was singen ohne Gitarre. Kannst du auch die Gitarre holen? Sonst war es so. So? Whoa.
God's grace stands on my heart to feel, and grace my fears really. How precious still that grace appear. The arm I first Du kannst es jederzeit ausprobieren, wenn du Lust hast. Es kann jederzeit auch passieren, dass ich zu dir sage, setz dich bitte auf den Sessel. Dann kannst du immer noch sagen, nein, ich habe keine Lust. Oder kannst du dich auf den Sessel setzen oder mir den Sessel umhängen. Das weiß niemand. Ne? Das ist das, was das Leben spannend macht und interessant macht. In jedem Fall kann es niemals anders sein, als wie es erscheint im Bewusstsein.
immer bezeugt wird in dem, ist nicht getrennt von dem, was auch immer erscheint, und wie auch immer es erscheint, ist eben Ausdruck des Momentes von dem. Kerstin sitzt auf den Sessel drauf. Das ist spannend. Echt? Der da drin, ja. Das ist ein Erlebnis. Wie ist denn ein Haus? Das ist echt. Das hat was. Du wirst sehen. Du kannst, überall wo du hinschaust, kannst du niemals was anderes sehen als. Ja, die Mimik und die Gestik ist frei verfügbar. Das heißt nicht, dass alle gehen müssen, die da vortreten. Da gibt es so viele verschiedene Modalitäten. Da kannst du genauso die Augen schließen. Da vorne. So ist es. Das ist eigentlich nicht ein. Nichts. Das ist ja nichts. Nichts? Nichts. Also. Ja, aber das Nichts hat schon in sich. Der Sessel ist wieder frei geworden. Das Ding, ich weiß. Das zählt sich schon aus. Hey. Alle Kinder wollen spielen.
Was Gedanken wohl es bewirken können, wenn sie geglaubt werden, das ist unglaublich. Das ist immer wieder spannend. Es geht einfach jetzt nicht schnell, dass wieder Gedanken auftaucht, der wieder geglaubt hat. Das spielt keine Rolle, in welchem Gehirn das sozusagen scheint, wenn es wie auch immer scheint. Danke für das Schauen.